Hallo an alle. Vorweg sollte gesagt sein, dass dieses Video nicht darauf abzielt, unsere christlichen Brüder und Schwestern zu beleidigen oder ihren Glauben zu schmähen. Denn Muslime tun so etwas nicht. Dieses Video soll vielmehr eine objektive Unternehmung darstellen, um beweisen zu können, dass Jesus, möge der Friede Gottes auf ihm sein, laut Bibel nicht wirklich gekreuzigt wurde. An all jene, die bis hierhin zugeschaut haben und jetzt schon mit dem Gedanken spielen, dieses Video zu verlassen, weil sie ihre Objektivität für ihre Ignoranz verkauft haben, können dies von mir aus gerne tun. An alle anderen, die weiterhin dabei bleiben wollen, ein ganz herzliches Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, wurde Jesus a.s. wirklich gekreuzigt? Bevor wir uns dieser Frage widmen, möchte ich die Position Jesu im Islam bekannt geben. Der Islam ist die einzige nichtchristliche Religion der Welt, die den Glauben an Jesus zu einem Glaubensartikel gemacht hat. Kein Muslim hat das Recht, sich Muslim zu nennen, wenn er nicht an Jesus glaubt. Wir glauben daran, dass Jesus einer der mächtigsten Gesandten Gottes ist. Wir glauben daran, dass er der Messias ist. Wir glauben an seine wundersame Geburt, die durch den göttlichen Befehl sei, wie es bereits bei Adam der Fall war, zustande kam, an die selbst viele moderate Christen der heutigen Zeit nicht glauben. Wir glauben daran, dass er den Toten Leben gegeben und dass er Blinde sehend gemacht und Leprakranke geheilt hat, mit Gottes Erlaubnis. Der größte Unterschied zwischen dem Christentum und dem Islam ist die christliche Beharrlichkeit in der vermuteten Göttlichkeit Jesu, möge der Friede Gottes auf ihm sein. Und ein weiterer Unterschied ist, dass die Christen sagen, dass Jesus gekreuzigt wurde und für die Sünden der Menschheit starb. Also ist es in diesem Zusammenhang unausweichlich, folgende Frage zu stellen. Wurde Jesus a.s. denn wirklich gekreuzigt? Und da Christen und Muslime an Jesus glauben, ist es obligatorisch, die Sichtweisen der beiden Fraktionen vorzustellen. Die christliche Sichtweise und die muslimische Sichtweise. Was die muslimische Sichtweise betrifft, glauben wir an das authentischste und heiligste Buch, welches das Wort Gottes ist, nämlich an den glorreichen Koran. In der Sura Al-Nisa, im 157. Vers, sagt Gott der Erhabene: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dieser Vers ist so explizit und eindeutig, dass die islamische Sichtweise sofort zu verstehen ist. Wenn wir diese Präsentation jetzt abschließen müssten, ohne die biblische Sichtweise zu kommentieren oder zu widerlegen, dann würde dies einen Gleichstand bedeuten. Denn der Muslim würde sagen, dass Jesus laut Koran nicht gekreuzigt wurde. Und der Christ würde sagen, dass Jesus laut Bibel doch gekreuzigt wurde. Aber das werden wir nicht tun. Wir werden vielmehr aus der Bibel selbst beweisen, welches von Christen als das Wort Gottes anerkannt wird, dass Jesus a.s. nicht gekreuzigt wurde. Ihr denkt, wir sind größenwahnsinnig geworden und dies sei nicht zu bewerkstelligen? Dann folgt uns einfach und entscheidet selbst. Aber bevor wir damit beginnen, sollten wir einiges klarstellen. Wir Muslime achten die jetzige Bibel nicht als das Wort Gottes. Die Bibel mag bestimmte Teile besitzen, die man als Wort Gottes achten könnte. Denn die Bibel beinhaltet die Worte von Propheten, aber auch die Worte von Historikern. Es beinhaltet auch Absurditäten und obszöne Bekundungen, die man niemandem wirklich vorlesen möchte, geschweige denn seinen eigenen Kindern. Und die Bibel beinhaltet auch Widersprüche. Doch obwohl wir nicht daran glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, werden wir dennoch aus der Bibel selbst beweisen, dass Jesus a.s. nicht gekreuzigt wurde. Und jeder sollte sich vor Augen halten, dass die Bibel das verbindliche Wort Gottes für die Christen ist. In der Sura Al-Baqarah im 111. Vers zitiert Gott der Allmächtige die Juden und die Christen. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Die exakte Interpretation hierzu lautet, dass die Christen und Juden sagen: O Muslime, ihr werdet niemals das Paradies betreten. Mit all eurer Frömmigkeit, mit all eurer Rechtschaffenheit, mit all euren guten Taten werdet ihr nie die Errettung und Heil erlangen. Mit all euren Almosen, mit all euren Gebeten und der Marke auf eurer Stirn und mit dem Hadsch werdet ihr nie das Paradies betreten. Es sei denn, ihr seid Juden oder Christen. Allah, der Erhabene und Allmächtige, antwortet hierzu: Dies sind Wunschvorstellungen. Und befiehlt unseren Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zu den Juden und zu den Christen zu sprechen. Sprich, bringt euren Beweis her, wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn wir einem Christen sagen, dass Jesus laut Koran nicht gekreuzigt wurde, dann wird er natürlich nicht an den Koran als Wort Gottes glauben. Also sagen wir dann, bringt einen Beweis her, wenn du wahrhaftig bist. Und die Christen haben diesen Beweis produziert. Sie nennt sich die Bibel. Denn der Christ sagt bei jeder Gelegenheit: Meine Bibel sagt dies, meine Bibel sagt das. Meine Bibel sagt dies, meine Bibel sagt das. Also wollen wir an dieser Stelle sehen, was die Bibel sagt. Wir werden jetzt die biblische Sichtweise in Bezug auf die Kreuzigung analysieren,
die nach wie vor mit der Frage verbunden ist, wurde Jesus wirklich gekreuzigt? Während wir das machen, ist es wichtig zu betonen, dass die Sichtweise der Bibel nicht die des Korans sein muss. Denn die islamische Sichtweise hat es mehr als nur klar gemacht, dass Jesus a.s. weder erschlagen noch gekreuzigt wurde. Also was ist die Bedeutung des englischen Wortes crucify, also kreuzigen? Nach dem Oxford Dictionary bedeutet kreuzigen, jemanden durchs Binden oder durchs Nageln ans Kreuz zum Tode zu bringen. Kurz gesagt, für eine Person, die eine Kreuzigung zu erwarten hat, hat sie auch automatisch den Tod auf dem Kreuz zu erwarten. Denn wenn diese Person in diesem Fall nicht stirbt, dann ist sie auch nicht gekreuzigt worden. Und das führt uns automatisch zur nächsten Frage. Was ist die Bedeutung des englischen Wortes Resurrection, also Auferstehung? Auferstehung bedeutet nach dem Oxford Dictionary der Akt oder die Instanz, von den Toten wieder aufzuerstehen, mit dem Vermerk der Wiederauferstehung Jesu Christi. Kurz gesagt muss Jesus a.s. für die Wiederauferstehung von den Toten auch gestorben sein. Denn wenn er nicht starb, würde er logischerweise auch nicht wieder auferstehen müssen. Ihr müsst euch diese faktischen Definitionen gut vor Augen führen und sie euch einprägen. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 16 bis 17, dass man Errettung und Heil durch die Befolgung des Gesetzes und der Gebote erhalten kann. Aber Paulus nagelt das Gesetz und die Gebote ans Kreuz. Denn Paulus sagt im Kolosserbrief, Kapitel 2, dass man das Heil erlangen kann, indem man an den Tod und die Wiederauferstehung Jesu glaubt. Paulus sagt im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 14, ist aber Jesus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn also Jesus nicht von den Toten wieder auferstanden ist, dann ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Also all eure guten Taten, all eure Nächstenliebe, alles ist nutzlos. Wenn also die Kreuzigung und die Wiederauferstehung Jesu niemals stattgefunden haben, dann ist der Inhalt der Bibel nicht das Papier wert, auf dem es gedruckt wurde. Um es noch klarer zu machen, keine Kreuzigung und Wiederauferstehung gleich kein Christentum. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 42 bis 44, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Also nach Paulus sind auferstandene Körper spiritualisiert, also vergeistigt. Jesus a.s. sagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 20, Vers 35 und 36, welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Ein auferstandener Körper wird also nach Paulus und viel wichtiger noch, nach Jesus a.s. spiritualisiert werden. Und darüber hinaus gibt es nachweislich keinen einzigen Vers in der gesamten Bibel, der besagt oder viel wichtiger noch zweifelsfrei hervorhebt, dass Jesus wieder auferstanden ist. Erinnern wir uns an die Geschichte nach der Kreuzigung, wo die Jünger Jesus a.s. im oberen Raum getroffen haben. Also Jesus kommt in den Raum und es wird im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, Vers 36 und 37 folgendermaßen beschrieben. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus a.s., mitten unter sie und sprach zu ihnen, Shalom, Friede sei mit euch. Sie, die Jünger, erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Die Betonung liegt hier auf meinten, nicht vergessen. Und an dieser Stelle möchten wir fragen, warum haben die Jünger gedacht, dass Jesus a.s. ein Geist ist? Hat Jesus a.s. etwa ausgesehen wie ein Geist? Nein. Der Grund hierfür ist, dass die Jünger von Gerüchten hörten, dass Jesus a.s. aufs Kreuz gebracht wurde. Sie hörten von Gerüchten, dass Jesus a.s. am Kreuz gestorben war. Sie hörten wiederum von Gerüchten, dass Jesus a.s. tot war und für 3 Tage im Grab beerdigt wurde. Und wisst ihr auch warum? Weil die Jünger keine Augenzeugen der angeblichen Kreuzigung waren. Denn im Markus-Evangelium wird im 14. Kapitel Vers 50 folgendes gesagt. Da verließen ihn alle und flohen. Also im kritischsten Augenblick im Leben Jesu, als er seine Jünger am meisten gebraucht hatte, hatten sie ihn alle verlassen, zu 100% alle. Wer sagt das? Nicht wir sagen das, sondern das Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 50. Also konnten sich die Jünger Jesu, was die Kreuzigung angeht, nur auf die Gerüchte verlassen und nahmen an, dass er nun ein Geist war. Aber Jesus a.s. klärte die Situation daraufhin auf. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 39 und 40, wo er sagt, seht, meine Hände und meine Füße, ich bin selber, fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen
die Hände und die Füße. Yusuf a.s. sagt zu ihnen: Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht. Was ist mit euch geschehen? Ich bin es. Warum habt ihr Angst? Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Also was hat Jesus durch das Zeigen seiner Hände und Füße beweisen wollen? Wollte er damit beweisen, dass er wieder auferstanden war? Wollte er damit beweisen, dass er ein Geist war? Nein, er wollte beweisen, dass er kein Geist war und nicht wieder auferstanden ist. Sehen wir uns dazu die nächsten zwei Verse an. Die Jünger waren außer sich vor Freude, denn sie dachten, dass Jesus tot war. Und nun können sie ihr Glück kaum fassen, denn Jesus a.s. steht nun in seiner physischen Form in Fleisch und Knochen vor ihnen. Also sind sie glücklich. Und Jesus a.s. sagt zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Um was zu beweisen? Zu beweisen, dass er wieder auferstanden war? Zu beweisen, dass er ein Geist war? Nein, um zu beweisen, dass er ein physischer Körper war. Denn Vers 43 sagt: Und er nahm es und aß vor ihnen. Um ihnen zu beweisen, dass er nicht wieder auferstanden war, dass er kein Geist war, sondern dass er in Fleisch und Knochen, ergo ein physischer Körper war. Und wie bereits erwähnt, wenn es keine Wiederauferstehung und keine Kreuzigung gab, dann gibt es auch kein Christentum. Und dieser Glaube wäre somit vergeblich, wie Paulus es in seinen eigenen Worten bereits sagte. Erinnern wir uns an die Geschichte Marias, als sie am dritten Tag zum Grabe Jesus a.s. geht. Es wird diesbezüglich im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 1 gesagt: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Es wird ebenfalls im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 2 folgendes gesagt: Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Also es war der erste Tag der Woche, bedeutend für den Sonntag, der die Juden zu der Zeit den Sabbat an einem Samstag hatten. Also war der erste Tag der Woche ein Sonntag. An diesem Tag geht Maria Magdala ganz früh zum Grabe Jesus a.s. Das wirft jetzt folgende Frage auf: Warum sollte Maria Magdala in das Grab Jesu a.s. am dritten Tag nach der angeblichen Kreuzigung gehen? Warum sollte sie das tun? Nun, die Antwort darauf finden wir im Evangelium des Markus, im Kapitel 16, Vers 1, wo es heißt: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn, Jesus a.s., zu salben. Das Wort lautet salben, welches im Original Hebräischen Massacha heißt, welches wiederum als Salben zu verstehen ist. Und aus diesem Wort Massacha kann man auch das arabische Masih ableiten oder das hebräische Wort Messiah, welches der Gesalbte bedeutet. Und wenn man dieses Wort wiederum ins Griechische übersetzt, bekommt man Christos, von dem man dann wiederum Christus ableitet, was der Gesalbte bedeutet. Salben die Juden tote Körper am dritten Tag ein? Nein, tun sie nicht. Fragen wir die Christen. Salben Christen tote Körper am dritten Tag ein? Nein, sie machen das auch nicht. Fragen wir die Muslime. Salben die Muslime ihre Toten am dritten Tag ein? Nein. Warum geht Maria Magdala in das Grab Jesu a.s., um ihn einzusalben, der laut christlichen Quellen am dritten Tag gestorben ist? Wisst ihr warum? Weil Maria die einzige neben Josef von Arimathea und Nikodemus war, die Jesus a.s. gewaschen hatte. Und als der Körper Jesu a.s. vom Kreuz runtergenommen wurde, könnte Maria im liegenden Leib noch Anzeichen von Leben gesehen haben. Aber es ist klar, dass Maria vor Freude nicht schreien würde: Er ist am Leben, da sie Jesus sonst ein zweites Mal kreuzigen würden, um seinen Tod diesmal sicherzustellen. Also Maria sieht klare Anzeichen von Leben im liegenden Leibe Jesu a.s. und kommt am dritten Tag nach dem Sabbat wieder zurück, um nach einem lebenden Jesus a.s. zu sehen. Und wir lesen hier zum Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 1 und im Markusevangelium Kapitel 16, Vers 4, dass Maria sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Und damit nicht genug, denn sogar das Leichentuch war abgewickelt worden. Die Frage ist: Warum sollte der Stein abgetragen und das Leichentuch abgewickelt und zur Seite gelegt worden sein? Wenn Jesus a.s. wieder auferstanden wäre, wäre er ein spiritueller, also ein geistlicher Leib gewesen und würde logischerweise den Stein keinen Zentimeter wegbewegen müssen, da er als ein spiritueller, also geistlicher Leib, einfach durchfliegen könnte. Wenn ein geistlicher Leib sich bewegen möchte, müsste er dann das Leichentuch abwickeln, um sich bewegen zu können? Antwort: Es ist nicht notwendig. Aber wenn man ein physischer Körper ist, dann muss der Stein, der den Eingang blockiert, notwendigerweise auch wegbewegt werden. Denn die Leichentücher müssen ebenfalls abgewickelt werden. Und das beweist, dass Jesus a.s., also die Person, die aus dem Grab kam, ein physischer Körper war und auch gewesen sein muss. Das Grab gehörte nebenbei einem Jünger Jesu, namentlich Josef von Arimathea, welcher ein reicher und einflussreicher Jude war.
Und in diesem Grab wurde Jesus a.s. auch aufbewahrt. Und dieses Grab war nach Jim Bishop sehr geräumig und groß. Es hatte eine Breite von 5 Fuß, eine Höhe von 7 Fuß und eine Tiefe von 15 Fuß. Frage: Warum sollte man einem spirituellen Leib mit solch einem großen Grab helfen wollen? Ein spiritueller Körper ist nicht auf ein solch großes Grab angewiesen. Also ist es nur verständlich, dass man hier einem physischen Körper helfen wollte. Im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 15, sagt Jesus a.s. zu Maria: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Maria hält ihn für den Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Frage: Warum hält Maria Jesus a.s. für den Gärtner? Sehen aufgestandene Körper, also spirituelle Körper, etwa aus wie Gärtner? Nein. Also warum hat Maria Jesus als einen Gärtner wahrgenommen? Ganz einfach, weil Jesus a.s. als Gärtner verkleidet war, da er Angst vor den Juden hatte. Ein spiritueller Körper hätte in der Lage keine Angst vor den Juden haben müssen. Warum? Weil im Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht, dass ein Mann nur einmal stirbt. Jesus a.s. sagt im Lukas Evangelium Kapitel 20, Vers 36, denn sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Also wenn man bereits spiritualisiert ist, braucht man sich vor niemandem zu fürchten, da man kein zweites Mal sterben wird. Also wäre auch kein Grund vorhanden, sich vor irgendjemandem zu verstecken. Das beweist, dass Jesus a.s. kein spiritueller Körper war, sondern ein lebendiger, physischer Körper. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 15 und 16 und 17 sagt Jesus a.s. zu Maria: Rühre mich nicht an. Warum sagt das Jesus zu ihr? Weil er ein physischer Körper war. Denn wenn man sich vorstellt, durch was Jesus a.s. gehen musste, welchen physischen Schmerz er erlitten hatte, welch emotionalem Druck er ausgesetzt war in Bezug auf die angenommene Kreuzigung, dann kann man auch verstehen, warum er nicht wollte, dass man ihn anfasst, da ihn sonst jede Berührung schmerzen würde. Deswegen sagt er: Rühre mich nicht an. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 17 sagt Jesus a.s.: Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Was heißt das? Ganz einfach, dass er noch nicht tot war. Jesus a.s. sagt hier ganz eindeutig und unmissverständlich, dass er noch nicht wieder auferstanden ist und beweist somit, dass er lebendig war. Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 11 wird gesagt: Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Also im Klartext, die Jünger haben gehört, dass Jesus leben würde und Maria erschienen ist. Von wem? Von Maria. Aber sie glaubten es Maria nicht. Im Matthäus-Evangelium heißt es im 12. Kapitel, Vers 38, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Also mit Zeichen ist hier ein Wunder gemeint. Die Juden wollten ein Wunder sehen. All die guten Taten und das beispielhafte Leben Jesu a.s. hatte sie nicht überzeugt und sie warten darauf, ein Wunder sehen zu wollen. Und was antwortet Jesus darauf? Im Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 39 bis 40 lesen wir: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Um das Zeichen Jonas a.s. zu verstehen, hat eine Person kein Gelehrter zu sein oder ein Doktor in Theologie. Dafür reicht auch schon ein gesunder Menschenverstand, denn das Wunder des Jonas ist unter Christen, Juden und Muslimen wohl bekannt. Jedenfalls ist es so, dass Allah Ta'ala Jonas a.s. darum bittet, zu den Nineviten nach Ninive zu gehen, das im heutigen Irak liegt, und ihnen die Botschaft zu überbringen. Doch Jonas a.s. erwidert: Diese Nineviten, sie sind so sündhaft, wie sollten sie die Botschaft hören? Also Jonah denkt, dass sie sich nur über ihn lustig machen werden und es nur Zeitverschwendung wäre. Also geht er nach Jaffa und von dort aus besteigt er ein Schiff nach Tarsis. Gott entfacht dabei einen gewaltigen Sturm, durch den das Schiff in Seenot gerät. Durch das Los wird Jonah als Verantwortlicher entlarvt und von den Seeleuten ins Meer geworfen. Im Meer wird er dann von einem großen Wal verschluckt und Jonah betet vom Bauch des Wals aus zu Allah: ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين. Jona bleibt für 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Wals und wird dann wieder an Land ausgespähen. Was ist nun das Zeichen Jonas? Jesus sagt, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und jetzt muss eine wichtige Frage gestellt werden. Als Jona über Bord geworfen wurde, war er lebendig oder tot? Er war lebendig. Als der Wal ihn verschluckt hat, war er lebendig oder tot? Er war lebendig. Er betet vom Bauch des Wals aus zu Allah. War er lebendig oder war er tot? Er war natürlich lebendig. Jona bleibt 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Wals. War er da lebendig oder war er da tot? Er war natürlich wieder lebendig. Er wird wieder an Land ausgespien. War er da lebendig oder tot? Er war lebendig. Lebendig, 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 lebendig. Wenn eine Person in ein stürmisches Meer geworfen wird, ist ihr Tod die einzig logische, daraus resultierende Folge. Wenn diese Person stirbt, dann ist das kein Wunder. Wenn sie aber überlebt, dann ist es ein Wunder. Stellt euch vor, ihr werdet von einem Wal verschluckt. Das könnt ihr nicht überleben. Aber Jona hat es überlebt. Stellt euch vor, ihr seid 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch eines Wals, bei der übertriebenen Hitze, umgeben von ätzender Magensäure und der allseits bedrohlichen Gefahr, jederzeit ersticken zu können. Das kann niemand überleben. Aber Jona hat es überlebt. Man kann von mir aus alles hineininterpretieren, was einem einfällt, aber im Endeffekt bleibt das ein glasklares Wunder. Deswegen betont Jesus a.s. einmal mehr, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wenn wir nun unsere christlichen Brüder und Schwestern fragen, wie war denn Jesus nach eurer Auffassung im Grabe? War er lebendig oder war er tot? Dann würden sie alle sagen, er war tot. Und jetzt frage ich sie, Jona war am Leben. Und Jesus soll tot gewesen sein? War Jesus denn wie Jona? Oder war er nicht wie Jona? Und sie sagen, er war nicht wie Jona, denn er war tot. Ja, dann müssen sie aber auch einsehen, dass es keinen Sinn ergibt, da Jesus sonst die Prophezeiung nicht erfüllen würde. Denn er sagte ganz klar, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn damit die Prophezeiung Jesu a.s. erfüllt werden kann, muss Jesus wie Jona lebendig sein. Wenn man also sagt, dass er in diesem Zusammenhang tot ist, dann bezichtigt man Jesus a.s. der Lüge. Harscher, wir würden so etwas nicht wagen. Denn alles, was Jesus gesagt hat, war die pure Wahrheit. Also, damit die Prophezeiung Jesu a.s. erfüllt werden kann, muss Jesus wie Jona lebendig sein. Und er war es auch. Denn wie zuvor bereits festgestellt werden konnte, muss aus der Kreuzigung einer Person ihr Tod resultieren, da es ansonsten keine Kreuzigung wäre. Jetzt könnten einige Personen meinen, dass der Hauptteil des Zeichens Jonas nicht aus Leben oder Tod, sondern aus dem Zeitfaktor bestünde. Also 3 Tage und 3 Nächte, wie Jona im Bauch des Wales war, so soll auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die 3 wird 4-mal erwähnt. Also nehmen diese Leute an, dass das Hauptmerkmal hier auf die Zahl 3 gerichtet werden müsste. Dann fragen wir diese Leute, was ist denn so einzigartig an der Zahl 3, bitteschön? Wenn ich sage, ich brauche 3 Tage und 3 Nächte, um Delhi zu erreichen, dann ist das kein Wunder. Aber einige Christen waren trotzdem krankhaft auf den Zeitfaktor. Also wollen wir sehen, ob Jesus a.s. nach ihrer Auffassung den Zeitfaktor erfüllt. Also fragen wir die Christen, wann wurde Jesus gekreuzigt? Kein Problem für die Christen. Sie schnappen sich die Bibel und sagen, an einem guten Freitag. Dann fragen wir, was ist so gut an dem Freitag? Der Christ sagt, Jesus starb für unsere Sünden. Deswegen ist es ein guter Freitag. Und wenn wir lesen, dass der Strafprozess in großer Eile vollzogen wurde, dass man also in großer Eile war, Jesus a.s. zu kreuzigen, dass man in großer Eile war, ihn vom Kreuz runterzuholen, und wie viele Pastoren auch sagen, dass niemand über Nacht am Kreuz hängen kann an einem Sabbat, nach dem 5. Buch Mose, wo es heißt, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben. Also waren sie in großer Eile, ihn vom Kreuz runterzuholen und ihn zu waschen. Dabei war es spät am Abend. Und nach dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 1, war es der erste Tag der Woche, also ein Sonntagmorgen, an dem das Grab durch Maria Magdalena leer aufgefunden wurde. Man hat also angenommen, dass sich Jesus Freitagnacht noch im Grab befinden würde. Warum angenommenerweise? Weil die Bibel nicht sagt, wann Jesus a.s. das Grab verlassen hatte. Vielleicht hat er das Grab Freitagnacht verlassen oder Samstagmorgen. Man könnte sogar sagen, dass Jesus a.s. das Grab spätestens sehr früh am Sonntagmorgen verlassen haben könnte, bevor Maria kommen und das Grab leer auffinden würde.
Jesus war also angenommenerweise Freitagnacht im Grab, angenommenerweise Samstag tagsüber im Grab und wieder angenommenerweise Samstagnacht. Und Sonntagmorgen war das Grab auch schon leer. Daraus würde resultieren, dass Jesus a.s. für 2 Nächte und einen Tag anwesend war. Aber damit die Prophezeiung erfüllt werden kann, müssen es 3 Tage und 3 Nächte sein. Denn Jesus a.s. sagt, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Aber Jesus a.s. war nur 2 Nächte und 1 Tag anwesend. Also sind 3 Tage und 3 Nächte dasselbe wie 1 Tag und 2 Nächte? Natürlich nicht. Also wäre der Zeitfaktor hundertprozentig nicht erfüllt. Die Wahrheit ist, dass Jesus a.s. lebendig war. Denn eine Person, die gekreuzigt wird, muss auch am Kreuz sterben. Denn sonst wäre es keine Kreuzigung. Wenn Jesus also am Leben war, dann gab es keine Kreuzigung und keine Auferstehung. Jesus wurde am Kreuz angebracht und auch relativ schnell wieder runtergenommen. Er war für 3 Stunden am Kreuz und es ist schwer für eine Person, in 3 Stunden am Kreuz zu sterben. Also war er lebendig. Und ich sollte hierbei vielleicht noch erwähnen, dass über das Verfahren bei Jesu a.s. Kreuzigung der älteste und authentischste Passionsbericht, nämlich das Markus-Evangelium, weder über ein Annageln noch über äußere Verletzungen Jesu a.s. berichtet. Die liturgische Wendung, sein Blut vergossen, haftet an der Abendmahlsüberlieferung und lässt nicht unbedingt auf einen blutigen Hinrichtungsvorgang schließen. Mit anderen Worten sagt das älteste Evangelium nach Markus, welches 70 nach Christus geschrieben wurde, weder dass Jesus a.s. ans Kreuz genagelt wurde, noch dass er äußere Verletzungen erlitten hatte. Das ist sehr interessant und unterstützt die Message dieses Videos sehr stark. Als man Jesus a.s. vom Kreuz runternahm, waren die anderen 2 Männer, die ebenfalls am Kreuz hingen, am Leben. Das beweist, dass Jesus a.s. ebenfalls am Leben war. Jesus' Beine waren nicht gebrochen. Das beweist ebenfalls, dass er lebendig war. Wie bereits zuvor erwähnt, war der Grabstein abgenommen und das Leichentuch abgewickelt worden. Das beweist, dass Jesus am Leben war. Jesus war als Gärtner verkleidet, weil er sich vor den Juden schützen wollte. Das beweist, dass er lebendig war. Das Grab war groß und geräumig. Welchen Nutzen sollte ein toter Mensch aus so einem großen Grab ziehen? Kein. Das beweist, dass Jesus am Leben war. Als Maria zu Jesus a.s. geht, sagt Jesus zu ihr, rühre mich nicht an. Warum? Weil er ein physischer Körper war und lebendig war. Und jede erdenkliche Berührung ihm Schmerzen zugefügt hätte, wenn man beachtet, was er durchgemacht hat. Das beweist, dass er im Leben war. Jesus sagt, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das beweist, dass er lebendig war. Maria erschrak nicht, als sie Jesus wahrnahm. Warum nicht? Denn er war kein Geist, sondern ein physischer Körper. Und das beweist, dass er lebendig war. Jesus geht in den oberen Raum, um seinen Jüngern seine Hände und Füße zu zeigen. Um ihnen zu zeigen, dass er kein Geist war, sondern dass er lebendig war. Die Jünger waren außer sich vor Freude, als sie Jesus sahen. Warum? Weil sie dachten, er wäre tot und hätte bereits seine spirituelle, also seine geistliche Gestalt angenommen. Aber sie waren außer sich vor Freude, weil er lebendig war. Jesus aß was von dem gebratenen Fisch, um zu beweisen, dass er lebendig war. Die Jünger hörten von Maria, dass Jesus lebendig war. Und dann hätten wir last but not least noch das Zeichen von Jona a.s. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Das beweist, dass Jesus a.s. lebendig war. Wenn Jesus also lebendig war, dann gäbe es keine Kreuzigung und keine Auferstehung. Also zusammenfassend kann man sagen, Jesus wurde laut Bibel ans Kreuz gebracht, aber er starb nicht. Und der Titel unseres Videos heißt, wurde Jesus a.s. wirklich gekreuzigt? Wenn er ans Kreuz gebracht wurde und als Resultat dessen starb, dann wurde er auch gekreuzigt. Wenn er aber ans Kreuz gebracht wurde und nicht starb, welches Wort kann man dann statt Kreuzigung benutzen? Weil wenn er infolgedessen nicht starb, können wir auch nicht sagen, dass er gekreuzigt wurde. Denn sonst würde er die Definition des Begriffs Kreuzigung nicht erfüllen, da diese mit dem Tod verbunden sein muss, so dass man auch sagen kann, er wurde gekreuzigt. Also würde in diesem Fall nur ein alternatives Wort zum Wort Kreuzigung passen, nämlich Kreuzfiktion. Und wir hoffen, dass die Fiktion der Kreuzigung somit beendet ist und allen Leuten unmissverständlich klargemacht wurde, dass Jesus a.s. nicht gekreuzigt wurde. Und somit beenden wir dieses Video mit einem Vers aus dem glorreichen Koran. Wallahu khairul makirin.